Der PID-Regler ist die Kombination aus den drei Reglertypen Proportionalregler, Integralregler und Differentialregler. Der PID-Regler arbeitet als stetiger Regler. Der PID-Regler ist im Aufbau und in der Einstellung kompliziert. Er kann Störungen vollständig ausregeln und ist auch für schwierige Regelungsaufgaben geeignet. Dieses Modell der Wasserstandsregelung zeigt deutlich, welcher Aufwand für einen PID-Regler erforderlich ist. Den P-Anteil erzeugt der untere Hebelarm. Mittlerer Hebelarm, Potentiometer und Spindelantrieb verkörpern den I-Anteil des Reglers. Den D-Anteil des Reglers erzeugen der obere Hebelarm mit Hydraulikzylinder und Feder. Es soll jetzt kurz die Arbeitsweise der Wasserstandsregelung gezeigt werden. Öffnen Sie dazu mit der Maus den Ablaufschieber vollständig. Das schnelle Öffnen des Ablaufschiebers senkt den Wasserspiegel drastisch. Der D- und der P-Anteil des Reglers reagieren sofort und öffnen den Zulaufschieber. Während die zusammengedrückte Feder den Hydraulikzylinder nach unten bewegt und den Zulaufschieber etwas schließen will, beginnt der Spindelmotor zu arbeiten und hält den Zulaufschieber geöffnet. Nach einiger Zeit hat der Wasserstand das alte Niveau erreicht. Istwert und Sollwert sind wieder gleich. Das P- und das D-Hebelgestänge ist in die Ausgangslage zurückgekehrt. Der Spindelmotor ist in Ruhe, jedoch ist die Spindelmutter auf der Spindel weit nach oben gefahren. Damit ist die Öffnung des Zulaufschiebers so groß, dass die zufließende und die abfließende Wassermenge gleich sind. Die Sprungantwort dieses Reglers beim Modell der Wasserstandsregelung gibt den Zusammenhang zwischen Wasserstand und Schieberstellung in Abhängigkeit von der Zeit an. Sehr schnell geht die Stellgröße des D-Anteils wieder auf den Wert 0 zurück. Es bleibt die Stellgröße des P-Anteils. Der I-Anteil hat bis zu diesem Zeitpunkt noch keine nennenswerte Stellgröße erzeugt. Jetzt beginnt auch die Stellgrößenänderung des I-Anteils sichtbar zu werden. Der I-Anteil öffnet den Zulaufschieber so lange weiter, bis der Wasserstand den Sollwert erreicht hat.
Die allgemein verwendete Darstellung der Sprungantwort zeigt den zeitlichen Verlauf der Stellgröße beim Auftreten einer Regeldifferenz. Das Blockschaltbild des PID-Reglers ist aus der allgemeinen Darstellung der Sprungantwort abgeleitet. Es stellt den zeitlichen Verlauf der Stellgröße beim sprungförmigen Auftreten einer Regeldifferenz dar. Das Blockschaltbild des Modells der Wasserstandsregelung enthält die bereits besprochenen Elemente. In der Praxis sind die betreffenden Baugruppen allerdings nicht immer so klar zu trennen. Der Aufbau von PID-Reglern ist komplex. Das Prinzip beruht auf der folgenden Zusammenschaltung von Operationsverstärkern. Ein Operationsverstärker realisiert den P-Anteil des Reglers. Die Widerstände R1 und R2 bestimmen die Verstärkung dieses Operationsverstärkers und damit die Verstärkung vom P-Anteil. Die Zeitkonstante des Kondensators C1 und des Widerstandes R3 ist verantwortlich für die Schnelligkeit des I-Anteils. Die Zeitkonstante des Kondensators C2 und des Widerstandes R4 bestimmt, wie stark und wie lange der D-Anteil wirkt. Änderungen von Einstellungen der Reglerteile des PID-Reglers führen zu unterschiedlichen Auswirkungen auf den zeitlichen Verlauf der Stellgröße. Verändern Sie zuerst die Verstärkung des P-Anteils und beobachten Sie, welchen Einfluss das auf den zeitlichen Verlauf der Stellgröße hat. Verändern Sie jetzt den Kondensator des D-Anteils im PID-Regler und beobachten Sie, was das für einen Einfluss auf den zeitlichen Verlauf der Stellgröße hat. Verändern Sie jetzt den Kondensator des I-Anteils und beobachten Sie, wie das wiederum den zeitlichen Verlauf der Stellgröße beeinflusst. Wählen Sie mit der Maus eines der Eingangssignale aus und beobachten Sie den zeitlichen Verlauf des Ausgangssignals.